Hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir die DNS-Einstellungen ändern können. Und zwar auf unserem Android-Smartphone hier. Ich hatte euch das ja mal gezeigt, wie das hier am PC unter Windows hier geht. Im Prinzip sehr einfach. Ja, einfach Netzwerk und Freigabe-Center hier öffnen. Adapter Einstellungen ändern. Hier wählen wir unser Adapter aus mit der rechten Maustaste. Dann auf Eigenschaften. Und hier mit einem Doppelklick hier auf TCP/IPv4. Und schon haben wir hier die Möglichkeit, einen eigenen oder den gewünschten DNS-Server hier ja, manuell einzugeben. Ich kann das ja mal machen hier. Als Beispiel, da sind jetzt hier die öffentlichen DNS-Servers von Google. Ich klicke mal auf OK, OK und schon ist die Sache erledigt. Warum wir das machen wollen, vielleicht weil wir mit den DNS-Server von unserer Provider nicht zufrieden sind. Vielleicht ist das nicht immer up-to-date, aktuell oder bestimmte Seiten sind da gesperrt und wir können nicht darauf zugreifen. Manchmal hilft es auch, oder ist zumindest ein Versuch wert, wenn die Internetverbindung sehr langsam ist, dass wir auch mal mit einem anderen DNS-Server probieren, testen. Meistens oder ja, manchmal hilft das auch auf jeden Fall. Und ja, das geht natürlich auch hier auf unserem Android-Smartphone. Genauso einfach im Prinzip. Wir gehen hier auf Einstellungen. Ja, manch einer ist da noch am Suchen irgendwie. Deswegen wollte ich euch schnell zeigen. Hier Einstellungen, hier auf Verbindungen. Hier haben wir unsere ja, WLAN, hier unser Access Point. Einmal drauf tippen und hier einfach den Finger hier gedrückt halten. Und schon haben wir hier Netzwerkeinstellungen verwalten. Einmal drauf tippen. Und hier müssen wir erweiterte Optionen anzeigen, auswählen, aktivieren, ja. Und schon können wir hier IP-Einstellungen, hier DHCP, wenn wir das jetzt hier aufklappen und auf statisch gehen, das wird jetzt hier direkt übernommen, die aktuelle IP-Adresse. Hier sieht man mein Gateway und hier habe ich mein, genau, DNS-Server 1 und 2. Ja, in der Regel ist das hier der Router, der erste, und der zweite ist in dem Fall hier, ja, nichts eingetragen. Ja, da war, haben wir schon gesehen, da steht schon 8.8.4 als Vorschlag. Hier können wir natürlich auch den hier nehmen von Google und speichern und jetzt wird nochmal überprüft und schon ja, haben wir einen anderen oder ja unseren gewünschten DNS-Server hier eingetragen. Allerdings müssen wir bedenken natürlich, dass der Betreiber dieser Server natürlich alle Anfragen mitbekommt. Ja, das nochmal so am Rande. Und genau, eine Liste hier, wenn wir suchen nach, es gibt, wir können das entweder das von Google nehmen oder von OpenDNS, oder hier ist nochmal eine Seite, ja, ungefiltert-surfen.de. Hier haben wir jede Menge öffentliche DNS-Server, hier können wir nach Land auswählen und so weiter. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.